Fasse folgenden Term so weit wie möglich zusammen. Minus 3x hoch 2 mal 4xy mal Klammer auf minus 2y Klammer zu. Beim Terme zusammenfassen ist es wichtig, sich an die Rechenregeln zu halten. Und zwar in folgender Reihenfolge. Erstens muss man alle Klammern auflösen. Zweitens alle Potenzen berechnen oder vereinfachen, also die Hochzahlen. Dann drittens die Punktrechnungen durchführen, das wäre mal oder geteilt. Und viertens die Strichrechnung durchführen, also Plus oder Minus. Wir gucken uns also unseren Term an und gehen diese Schritte Punkt für Punkt durch. Also Punkt 1, Klammern auflösen. In der Tat, in unserem Term finden wir eine Klammer, nämlich bei minus 2y in Klammern. Und je nachdem, wie der Term jetzt aufgebaut ist, muss man diese Klammern anders auflösen. Dafür benötigen wir auch wieder unsere Liste hier, oder nehmen unsere Liste hier zur Hilfe und überlegen erst, gibt es Potenzen an der Klammern? Also ist diese Klammer mit einer Hochzahl versehen? Wir schauen nach, aha, nee, keine Hochzahl zu finden. Also machen wir den nächsten Schritt weiter. Ist diese Klammer mit einer Punktrechnung verknüpft, also mal oder geteilt? Schauen wir uns an, links von der Klammer finden wir tatsächlich ein Malzeichen. Das heißt, diese Klammer wird irgendwie über die Multiplikation gelöst. In diesem Fall ist es sogar so, diese Klammer ist nur deswegen da, damit auf das Rechenzeichen nicht gleich das Vorzeichen folgt. Also diese beiden Rechen- und Vorzeichen dürfen nicht unmittelbar aufeinander stehen, deswegen hat man die Klammer eingefügt. Aus diesem Grund ist es jetzt auch nicht möglich, diese Klammer sofort zu entfernen, sondern die wird dann beim richtigen Schritt 3 Punktrechnung erst aufgelöst. Das heißt, unser Schritt 1, Klammern auflösen, haken wir soweit mal ab und gehen weiter. So, schauen wir nach, gibt es irgendwelche Potenzen? Tatsächlich, hier haben wir x hoch 2, allerdings bezieht sich dieses hoch 2 nur auf die Variable x. Damit lässt sich nichts berechnen und auch nichts weiter vereinfachen, also Schritt 2 abgehakt. Kommen wir zu Schritt 3, Punktrechnung. So, wir schauen an, wo sind überall Malzeichen oder Divisionszeichen, also Geteilzeichen zu finden. Einmal hier und einmal hier. So, jetzt geht es an das Terme zusammenfassen. Terme werden multipliziert, indem man alle Zahlfaktoren miteinander multipliziert und alle Variablen miteinander multipliziert. Um sich da nicht zu vertun, kann man zuerst einmal sortieren. Machen wir das vielleicht erst so. Erstens sortieren. Und zwar in Zahlfaktor oder Zahlfaktoren und dann die Variablen. Also ist gleich, fangen wir erst mit allen Zahlfaktoren an, die mit einer Multiplikation verknüpft sind. Das wäre minus 3 vom ersten Teil, vom zweiten Teil kommt mal 4 und vom dritten Teil kommt minus 2. So, das müssen wir wieder in Klammern setzen, damit das Mal nicht neben dem Minus steht. So, die Zahlfaktoren sind jetzt sortiert. Jetzt kommen noch die ganzen Variablen, die noch fehlen. Also hier haben wir noch ein x² übrig. Vom zweiten Teil fehlt noch das xy. Und vom dritten Teil fehlt noch das y. So, überall setzen wir ein Malzeichen dazwischen. So, zweitens, Zahlfaktoren multiplizieren. Also die dürfen wir jetzt zusammenrechnen. Kann man ganz normal ausrechnen, ist gleich minus 3 mal 4 sind minus 12 und minus 12 mal minus 2 sind plus 24. So, den Rest schreibe ich jetzt einfach schnell nochmal ab. So, da kommt jetzt im dritten Teil, nämlich die Variablen zu Potenzen zusammenfassen.
So, das ist recht einfach. Man zählt einfach nach, wie oft diese Variable, also diese Buchstabe, vorhanden ist. Dafür müssen wir nur wissen, für was eigentlich die hoch 2 steht. Und zum Beispiel x hoch 2 heißt ja nichts anderes wie x mal x. Also so oft wie der Buchstabe x vorkommt, schreibt man einfach das in die Hochzahl rein. Also haben wir hier 24. So, und jetzt mal. Hier haben wir also den Buchstaben x zweimal. Und hier kommt er nochmal einmal dazu. Das heißt, er ist insgesamt dreimal vorhanden, also x hoch 3. Das gleiche machen wir mit dem y. Das y ist zweimal vorhanden, also wird es als y hoch 2 geschrieben. So, jetzt haben wir nur noch einen Zahlfaktor und die Variablen übrig. Da kann man nichts mehr weiter vereinfachen, also kann man nichts mehr rechnen. Das heißt, die Punktrechnung ist abgeschlossen. So, schauen wir nach, haben wir noch eine Strichrechnung übrig, also Plus oder Minus? Nö, ist hier nichts mehr, also auch das abgehakt und wir haben diesen Term vollständig zusammengefasst.